und das Essen ist fertig. Wir sind wieder auf Deutschlandtour und heute machen wir Station in Essen. Die viertgrößte Stadt von NRW hat einiges zu bieten und darf nicht unterschätzt werden. Steigen wir doch direkt ein mit japanischem Cherry Blossom Feeling. Wir befinden uns in einer der schönsten Ortsteile von Essen in Kettwig. Der Ortsteil ist innerhalb von ca. 20 Minuten mit der S-Bahn von der Innenstadt zu erreichen. Er bietet, wie man sieht, viele schöne Fachwerkhäuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Im Zweiten Weltkrieg wurde Essen-Kettwig weitestgehend von den Angriffen verschont. Und so findet man vor allem rund um die Altstadtkirche tolle Fachwerkgebäude. Zahlreiche Wanderwege durch Kettwig und an der Ruhr entlang runden das Angebot ab. Und wer genug vom Altstadt-Trubel hat, kann sich der Offside-Workshop-Bar widmen. Wir genießen den Cappuccino auf jeden Fall in vollen Zügen und bewegen uns langsam Richtung Innenstadt. Hier hätten wir auch noch einen Kaffee-Tipp. Das Bohnenkartell klingt zwar eher wie eine mexikanische Drogenbande, bietet aber wunderbaren Kaffee an. Der Stadtpark von Essen ist im Frühling eine echte Oase und bietet tolle Ausblicke auf den Westenergieturm, der höchste Turm der Stadt. Hier sehen wir bereits das Theater und am Turm vorbei bewegen wir uns nun Richtung Innenstadt. Zugegebenermaßen ist die Innenstadt keine Schönheit, aber wer noch einen Ausflugstipp braucht, kann zur Villa Hügel gehen und dem Baldeneysee. Und ganz nebenbei, unser Hoteltipp ist das geräumige Motel One direkt in der Innenstadt. Und wer zahlt hier die Zeche? Möglicherweise die Zeche Zollverein, eines der größten Highlights der Stadt und UNESCO-Weltkulturerbe. Industrieromantik in Rheinkultur und hier sehen wir den Eiffelturm des Ruhrgebiets. Bis 1986 war das Gelände aktiv, bevor es zu einem Museum bzw. Erholungsgebiet wurde. Die Geschichte des Geländes und des ganzen Ruhrgebiets kann man im Ruhrmuseum erfahren, das gleich nebenan liegt. Sehr schick, eine Fahrt mit der Rolltreppe nach oben, allein schon ein Erlebnis. Oben angekommen erzählt das Ruhrmuseum über die bewegte Zeit, zum Beispiel die Besetzung der Franzosen von 1923 bis 1925. Aber natürlich kann man sich auch den kulinarischen Seiten widmen, so zum Beispiel mit einem leckeren lokalen Bier und natürlich eine Currywurst. Auch wenn nicht in das Museum geht, der kriegt hier ein Gebäude mit schönem Industriecharme. Der Eintritt des Museums kostet übrigens 10 Euro. Bei Sonnenuntergang kommt der Industriecharme erst so richtig zur Geltung. Das Gelände jedenfalls ist auch abends noch frei zugänglich und lädt jederzeit zum Spazieren ein. Auf dem Gelände war auch schon Joko und Klaas zu Gast. Außerdem wurden unfassbare deutsche Klassiker wie der Superstau hier gedreht. Ebenso das Wunder von Bern und einige Tatortfilme. Wer sich in Essen befindet, darf dieses Highlight nicht missen. Außerdem sehr leicht mit der Straßenbahn zu erreichen. Und was wäre ein Besuch in Essen ohne einen Essenstipp? Die Rütteria Lorenzo schmeckt sehr lecker. Buon appetito!